Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. 17. Mai 2022. Ihr Lieben, es ist ganz einfach, wenn ihr euch selbst von eurer eigenen Liebe getrennt haltet, vollzieht ihr unabsichtlich eine Handlung, die die Energie des Neinsagens zur Liebe in sich trägt. Wenn ihr die Tür öffnet dafür, eure eigene Liebe zu empfangen, öffnet ihr damit die Schleusen dafür, all die Liebe zu fühlen und zu erfahren, die schon immer für euch existiert hat. Es bedeutet, endlich, endlich ein empathisches Ja zur Liebe zu sagen. Unser größter Wunsch für euch ist, dass ihr euch erlaubt, die Fülle dessen zu erfahren, was ihr wirklich seid, indem ihr erkennt, dass ihr nicht nur ein Wesen der Liebe für andere seid, sondern ein herrliches Wesen, das aus der Liebe der Quelle geboren wurde, was euch automatisch aller Liebe in der Welt würdig macht, einschließlich eurer eigenen. Sich eurer eigenen Liebe zu öffnen, bedeutet, zu euch selbst nach Hause zu kommen, was eine der kraftvollsten Veränderungen ist, die ihr jemals vollziehen könnt. Denn es bewegt euch von der Selbstverleugnung zur Selbstannahme und zur Verkörperung dessen, was ihr wirklich seid. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, da sind wir wieder bei der Selbstliebe. Da sind wir angelangt, da wo alles beginnt. Das war das Erste, was ich gemerkt habe, dass das bei mir gar nicht stimmt. Ja? Dass ich mich auf vielen Ebenen eher abgelehnt habe, weil ich gedacht habe, ich müsste das oder das besser können. Ich müsste hier oder hier perfekter sein. Ja? Und ich habe das nicht gemocht. Ja? Ich mag ja heute noch den Gitarristen nicht in mir. Ich halte den für, einen ziemlich schlechten Gitarristen. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich da relativ realistisch bin, ja. Das ist schwierig, gell? Ja? Nur kann man natürlich auch damit dann seinen Frieden machen. Wenn man wirklich merkt, ja gut, ich bin da wirklich nicht der Beste, ja. Das ist ja ungefähr so, wie wenn man jetzt sagt, man wollte unbedingt ein guter Fußballer werden. Ne? Und dann stellt man fest, man hat überhaupt kein Ballgefühl. Ja? Man kann auch nicht besonders schnell laufen. Und ja, dann wird es halt nichts. Aber sich deswegen abzulehnen, das ist der Fehler. Ja? Wir werden nie alles können auf dieser Welt im physischen Bereich. Ja? Und ja, den Glaubenssatz würde ich euch jetzt gern wieder nehmen. Das ist halt meine Lebenserfahrung. Ja? Also, ja. Ich werde zum Beispiel nie ein Kind gebären. Ja? Das war in einem anderen Leben dran. Ja? In dem Leben ist das halt einfach nicht der Fall. Ja? Und deswegen darf ich mir aber nicht böse sein. Versteht ihr? Also da versteht man es, weil es ja nicht geht. Ja? Weil mir da Grundvoraussetzungen fehlen. Und aber die fehlen mir bei anderen Sachen auch. Da ist es nur nicht so deutlich. Ja? Natürlich könnte ich, rein theoretisch könnte ich der beste Schwimmer der Welt sein. Ja? Und ihr seht schon, kleinen mache ich es nicht. Also, wenn dann schon der beste, größte, tollste, schnellste, irgendwas. Aber auch da kommt man irgendwann an körperliche Grenzen und muss feststellen, ja, bis hierhin komme ich und dann darüber hinaus halt nicht. Ja? Soll ich dann deswegen zum Beispiel nicht mehr schwimmen gehen? Ja? Versteht ihr? Und das kann man bei ganz vielen Feldern erstmal feststellen, ja, ohne dass dann schon die große Selbstliebe eine große Rolle spielt, sondern erstmal ja die Dinge, die einen an einem selbst stören, ruhig mal angucken, ja? Also den inneren Kritiker mal, aber bewusst verfolgen, was der denn da so sagt, was stört mich denn an mir, ja? Also wirklich mal eine ganz vernünftige, bewusste Analyse betreiben. Ja? Was stört mich an mir? Und das wird wahrscheinlich relativ viel sein, ja? Wenn man ehrlich ist bei vielen. Ja? Und das kann auch mal was
Witziges sein, ja? Dass man sagt, ja gut, dann gehe ich mal einfach los und guck mal, was bei mir alles nicht toll ist. Zum Beispiel, wenn ihr ja noch nie großes Interesse an Musik hattet und auch gar kein Musikinstrument spielt, könnt ihr zum Beispiel sagen, dass ihr nicht musikalisch seid. Das stört euch vielleicht gar nicht, aber es ist erstmal da. Und ihr habt es auch irgendwann schon mal, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, ihr habt es irgendwann schon mal erkannt, dass ihr das nicht könnt. Und es ist die Frage, was das mit euch gemacht hat. Ja? Solche Dinge stellt man ja als Kind fest. Und es ist gar nicht so leicht auszuhalten, dass andere Kinder dann Sachen viel besser können als man selbst. Und vielleicht dann auch, und das ist ja der Fehler der Erwachsenen, deswegen sehr viel mehr Aufmerksamkeit erhalten. Ich weiß zum Beispiel noch, wobei ich da schon so ein bisschen weiter war, in der Grundschule hat ein Mädchen unfassbar gut zeichnen können. Ja? Die hat im Prinzip Modezeichnungen gemacht. Und ich habe gerade mal irgendwie einen Kreis und zwei Punkte machen können und habe gesagt, das ist ein Gesicht. Ja? So. Also ich übertreibe ein bisschen. Ja? Ich habe mal einen Vampir gemalt und der ist mir ganz gut gelungen, aber nicht wirklich jetzt auf einem ja, richtig hohen Niveau. Die hat halt wirklich fast schon fotorealistisch malen können, ja, oder zeichnen können. Und dennoch hat es mit mir was gemacht, weil ich weiß das noch wie heute, als ich das erste Mal ihre Zeichnungen gesehen habe, ja, da bin ich fast erschrocken, wie gut es ist. Und wie gesagt, da war ich nicht alt, ja. Und habe wirklich festgestellt, yo, also so kann ich das nicht, ja. Ich habe aber trotzdem, und deswegen erinnere ich mich auch an diesen Vampir, den ich da gemalt habe, ja, auch eigentlich komisch, oder? Wenn man in der Grundschule einen Vampir malt, also woher wusste ich denn das, ja? Also ich weiß noch, ich habe, da gibt es ja so einen witzigen Film eigentlich, Tanz der Vampire, ja? Eigentlich eine Komödie, ja? Sogar ein Musical, das verfilmt worden ist. Und ich weiß noch, ich war in der Tür gestanden und man konnte dann durch den Ritz, weil die Tür war halt eben nicht komplett zu, ja, sondern die war im Prinzip so halb offen und unser Fernseher stand relativ nah an dieser Tür und ich konnte durch den Spalt sehen auf den Fernseher. Und dann habe ich mir zu viel von diesem Vampirfilm angeschaut, also eben Tanz der Vampire, und meine Eltern wussten gar nicht, dass ich hinter der Tür stehe. Ja. Und ich habe dann wirklich Angst gehabt davor. Ja. Ich habe mir sogar, glaube ich, so ein Holzkreuz gemacht und es dann unter das Kissen gelegt. Ja. Also das war wirklich zu früh, einfach dieses Thema. Und wahrscheinlich, weil ich diesen Film auch nicht zu Ende schauen konnte. Ja. Das war vielleicht noch gruseliger, weil da waren schon viele spannende und unheimliche Szenen dabei. Ja. Ich meine, es geht um Vampire, ja, die den Menschen ja nicht nur freundlich gesonnen sind. Ja. Und ja, eigentlich ein witziger Film, aber ich habe zudem immer noch so ein, ja, ein bisschen ein gestörtes Verhältnis. Und wahrscheinlich kam es daher. Ja? Fällt mir einfach gerade ein. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass das in dem Alter war. Ich habe nicht wirklich immer zusammenbekommen, wie alt ich da war, aber das wird wahrscheinlich wirklich diesen Zusammenhang geben zwischen dem Bild, an das ich mich erinnere, das nicht schlecht war, aber halt eben nicht dieses Niveau hatte der Klassenkameradin und diesem Film. Naja, auf jeden Fall, ja, passiert da was mit einem, ja? Oder wenn man merkt, jemand kann zum Beispiel mit dem Jojo gut umgehen. Gab es so Leute, die konnten unfassbar gut Jojo spielen, ja? Oder dieser Zauberwürfel, ja? Wie man den dann, den man dann halt so viel drehen kann, bis dann alle Flächen gleich sind. Da gab es Kinder bei uns, die haben das gekonnt, ja? Ich habe keinen Schimmer gehabt, wie die das gemacht haben. Null Plan, ja? Gar keine Ahnung, ja? Und all diese Dinge, wenn man dann merkt, ah, das kann ich nicht und das kann ich nicht und das kann ich nicht. Das macht ein bisschen was mit einem, vor allem, wenn man schon registriert hat, dass wenn man Sachen besonders gut macht, dass sie dann Aufmerksamkeit generieren. Ja? Dann kriegt man Lob, also besonders gut. Ja? Ansonsten ist es ja so, haben wir auch letztens schon besprochen in dem Podcast, dass eigentlich, ja, wenn man die Sachen normal bis gut macht, dann wird eigentlich gar nichts gesagt, weil das wird erwartet.
Nur wenn man dann einen negativen Ausreißer hat und mal etwas besonders schlecht macht oder mal nicht hoacht oder ja, diese Dinge nicht so funktioniert, wie die Eltern das haben wollen, dann gibt es dieses negative Feedback. Ja? Und so haben wir aber schon früh gelernt, dass es sehr von Vorteil ist, etwas besonders gut zu können. Ja? Also ich bin damals darauf konditioniert worden, Sachen besonders gut zu können. Ja? Ich war aber nicht mega ehrgeizig, zum Beispiel. Ja? Also ich habe es euch schon mal erzählt, ich war mal bei einem Probetraining für 1860 und es ging spannenderweise ums Fußballtor. Und ich schwör's euch, ich hab's heute noch nicht verstanden, dass es um Fußball ging. Ich dachte, ja, ich bin Handballtorwart und ich spiele da ja Handball. Ja? Und in Wirklichkeit ging es ums Fußballtor, in das die mich stellen wollten. Und ich wurde wirklich im Prinzip gedraftet. Ja? Also meine Eltern wurden gefragt, ob der Junge Lust drauf hat. Und die haben mich gefragt, ob ich in einen anderen Verein will. Ja? Und ich wollte ja meine Freunde nicht verlassen und habe gesagt, nein. Die haben aber nie gesagt, das habe ich nicht verstanden, dass es um Fußball ging. Weil ich war ja vom Herzen eher ein Fußballtorwart als ein Handballtorwart. Ja? Vor allem war das in einem Alter, wo mir noch nicht klar war, dass Handballtorwarte im Prinzip total gefährlich leben. Ja? Es ist verrückt, ja? Dass man von so nah mit ja, so einer Wucht auf Menschen schießen darf. Ja? Das ist ja, und das kann dann richtig wehtun, ja? Also, ja, jedenfalls, gut, ich habe das halt eben verstanden, ja, dass man, wenn man was besonders gut kann, dann ja, wird man geliebt. Das ist ja das, ja? Aufmerksamkeit wird ja mit Liebe gleichgesetzt, weil man natürlich, logischerweise, diese Liebe auch im Außen sucht, ja? Selbst gibt man die sich als Kind eher nicht, sondern man sucht ja die Nähe der Eltern, und so weiter und so fort. Und da war natürlich auch schon eine Störung. Ja? Und das ist auch kein Wunder, auch wenn wir in zwei völlig verschiedene Richtungen tendiert haben. Aber meine Schwester, die hat auch wirklich ein riesengroßes Problem mit Selbstliebe. Und das hat sich bei ihr anders gezeigt. Ja? Also sie ist im Außen sehr böse und ist kein freundlicher Mensch, immer in jeder Situation. Und das ist bei mir ein bisschen anders gewesen. Gut, klar, es gibt bei mir auch Grenzen. Wenn die erreicht waren, dann bin ich auch ausgetickt. Vor allem, wenn es um Ungerechtigkeiten ging. Aber es hat sich auf verschiedene Art und Weisen gezeigt. Also ich war dann immer so der soziale, Gerechtigkeitsliebende. Und sie war halt eine Furie. Aber begründet liegt es schon auch in dieser relativen Lieblosigkeit unserer Eltern. Und die wenigen Momente, wo sie sich da mal Zeit genommen haben dafür, die waren dann schwierig. Ja. Ich habe als Kind Angst vor meinem Vater gehabt, muss man ganz klar sagen. Ja. Hatte ich auch letztens mit meiner Mama tatsächlich am Telefon besprochen. Und das war dann mal ein längeres Gespräch. Da haben wir fast eine halbe Stunde telefoniert. Das fand ich recht spannend, weil normalerweise sind die Gespräche immer nur so 2-3 Minuten. Ja, genau. Und ihr wisst ja, ich mache meinen Eltern keinen Vorwurf. Darüber habe ich auch schon mal in einigen Podcasts gesprochen. Die haben selbst ein wirklich sehr schwieriges Leben gehabt. Ja? Flüchtlingskinder, Zweiter Weltkrieg, mehr sage ich jetzt nicht mehr. Hatte ich schon mal drüber gesprochen. Und naja, jedenfalls ist es ja das, was man als Kind dann lernt über diese Welt. Ja? Da bilden sich die falschen Glaubenssätze sozusagen. Und deswegen darf man auch mal ruhig, tief analysieren und seinen inneren Kritiker wirklich mal drauf loshauen lassen. Aber bewusst eben verfolgend, was da geschieht. Man kann sich den inneren Kritiker auch mal visualisieren und ihn auch mal fragen, ob er das gut findet. Das wäre dann schon der nächste Step. Also das sind ja Dinge, die oft in Pamela Gribbe Texten vorkommen, dass wir eben über ja, eine Visualisierung in einer Art von Meditation uns diese Wesen einfach mal vorstellen können. Ja, wir können die einfach mal visualisieren für uns, um dann einfach auch zu verstehen, was das für sie bedeutet. Ja? Also dieser innere Kritiker ist ja ein Teil von uns und den können wir uns auch mal isoliert vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass der sehr glücklich ist mit dem, was er da macht. Und der möchte aber auch
letztendlich befriedet werden. Ja? Auch dieser innere Kritiker möchte geliebt werden. Ja? Und vielleicht auch wieder auf ein normales Maß gebracht werden, weil es ist schon in Ordnung, wenn man feststellt, dass man Fehler macht. Ja? Das ist auch häufig das, woraus wir Menschen lernen. Egal was, ja? Wenn ich ein Musikinstrument spiele, dann, wenn ich sehr aufmerksam bin und die Fehler bemerke, dann hilft es ungemein, um besser zu werden. Ja? Weil es nichts bringt, sehr schlampig zu spielen und zu hoffen, das würde sich irgendwann korrigieren. Oder es gar nicht zu bemerken, wie schlampig das ist. Ja? Das ist ja quasi dann schon drüber. Und dann kann man gar nicht mehr richtig gut werden am Instrument. Ja? Und da gibt es ja viele Dinge, die dann eine Rolle spielen. Was mir noch gerade einfällt, mein Vater wollte ja unbedingt, dass ich Schach spiele. Also der hat dann auch so einen Schachcomputer gekauft und ich habe dann auch mich damit ein bisschen beschäftigt. Ja? Ich habe auch gemerkt, das mag mein Vater, wenn ich das mache. Nur da kam halt mein fehlender Ehrgeiz raus bei einigen Sachen. Ich hatte gar keine Lust, jeden Tag stundenlang Schach zu üben. Und deswegen bin ich dann auch nur auf ein gewisses Niveau gekommen. Und darüber hinaus hatte ich keine Ahnung vom Schach. Ich wusste halt, wie man die Figuren zieht und konnte natürlich ein bisschen eine gewisse Tiefe mir überlegen, was passiert dann, wenn ich das mache, was macht dann der andere und so weiter und so fort. Aber ja, wirklich tief Schach ist was ganz anderes. Ja? Ist ein ganz anderes Spiel. Ja? Übrigens ein relativ kriegerisches Spiel. Ja? Das muss man auch sagen. Ist eigentlich das Spiel der Menschheit, momentan andere austricksen und sie vernichtend schlagen. Ja? Das steht auch für was, würde ich mal sagen. Aber da habe ich halt auch gemerkt, obwohl ich wusste, das gefällt meinem Vater, oder zumindest muss ich es gewusst haben, sage ich jetzt einfach mal, nicht in der Tiefe, in der ich es heute weiß, aber ja, es hat mich dann doch nicht interessiert oder nicht genug interessiert und es hat mir nicht genug Spaß bereitet, dass ich dann eben stundenlang jeden Tag Schach geübt hätte, weil nur dann wird man wirklich gut. Und klar, mein Vater ist ein Schachspieler und das sind auch, ja, schon sehr strategisch denkende Menschen. Also man kann da etwas in sich selbst, ja, erarbeiten, was einem auch wirklich in der Welt hilft. Aber ja, es war halt nicht meins. Ja. Ich war halt eher musisch interessiert und begabt, aber eben auch nicht in der Richtung, die meine Eltern interessiert hätten. Also meine Mama war eher, sag ich mal, schon Jazz, aber eigentlich Klassik. Und mein Vater war halt nur Jazz, ja. Und als ich dann angefangen habe mit Rockmusik und sogar Metalmusik, ja, das haben sie nicht wirklich verstanden. Ja. Das war dann nicht ihrs. Ja, und ich erinnere mich gerade an eine Situation, da kommt mein Vater nach Hause und ich stand dann auch schon in dem Gang und dann kommt er rein, dreht sich zur Wand und will mich nicht anschauen. Da hatte ich nämlich schon lange Haare. Und das habe ich dann auch relativ schnell kapiert, weil erstmal habe ich gar nicht verstanden, warum, was er jetzt gerade macht, was er denn jetzt hat. Ja? Und ja, das war ein Riesenproblem für meine Familie, weil so haben Männer nicht auszusehen. Ja? Männer haben kurze Haare zu haben und anders einfach zu sein, ja? Als ja, so wie ich halt war. Und natürlich hat das auch was mit mir gemacht, nur ich habe mich dann eher aus Trotz natürlich logischerweise ja, nicht verändert. Ja, das wollte ich aber auch gar nicht. Also, das hört sich jetzt ein bisschen falsch an, wenn ich das so sage. Na, ich hatte ja schon den Trotz entwickelt, insofern, als dass mir dann meine Liebe meiner Eltern nicht mehr wichtig war. Also, ich habe dann auf diese Anerkennung, die sie mir vielleicht zugestanden hätten, hätte ich bestimmte Sachen gemacht, bestimmte Sachen nicht gemacht, auf die habe ich dann gepfiffen, auf diese Anerkennung. Ja. Das war dann der Trotz. Ich habe dann irgendwann gesagt, gut, ich mache das jetzt, was ich machen will. Das Problem war natürlich aber, ich habe dann halt keine Unterstützung mehr erfahren, ja, darin. Das hat halt niemand interessiert in der Familie. Ja. Spannenderweise zum Beispiel, also ich habe wirklich viele Auftritte in München gehabt. Wirklich viele Auftritte in München mit der Band. Meine Eltern waren bei keinem einzigen Auftritt in München. Meine Schwester übrigens auch nicht. Ja. Das sagt schon auch einiges aus. Ja. Mir ist es irgendwann bewusst geworden, dass die nie da waren. Ja. Und aber bei einem Konzert waren sie dann, und zwar haben wir in Essen gespielt auf einer Tournee. Ja? Das war eine unserer ersten, oder es war sogar unsere erste Tournee, und da haben sie ja schon in Essen gewohnt, und da sind sie dann vorbeigekommen, ja? Und waren kurz da und haben sich das angeschaut. Ja, also die haben dann sehr spät
dann sich doch mal einmal dafür interessiert. Aber ja, ich weiß nicht, ob meine Eltern jemals einen ganzen Song von mir angehört haben. Ja? Der ehemalige Freund meiner Schwester, der hat sich mal eine ganze CD von uns angehört, weil er wissen wollte, ob das, was ich manchmal so gesagt habe, dass wir recht gut waren und dass wir schon recht weit waren und dass das hätte was werden können, das wollte der wissen, ja, ob da echt was dran ist. Und er hat dann mir irgendwann mal gesagt, ja, also er hat sich das mal angehört und gesagt, ja klar, also das war auf jeden Fall super gut. Ja. Also da weiß er auch, warum ich ein bisschen auf dieses Pferd gesetzt habe damals. Ja. Das war berechtigt von der Qualität von der Musik her, aber es hat dann nicht geklappt. Ja. So in diesem Sinne, dass man davon leben kann und dann erfolgreich wird und dann die Eltern sagen, ja, es tut uns leid. Ich weiß nicht, ob ich jemals diese Fantasie gehabt habe, ja, und ob das eine Rolle gespielt hat, ja, bei dem Erfolgsdruck. Aber wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon, ja, dass man irgendwie es den anderen beweisen möchte, ja. Und das habe ich auch häufiger erlebt, wenn jemand mal aus der Band ausgestiegen ist oder auch rausgeworfen wurde, ja, weil was überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und dann haben die sich, ja, im Gegensatz zu dem, was man erwarten konnte, weil das waren oft dann diejenigen, die nicht mehr viel geübt haben oder die Leistung nicht gestimmt hat. Ja, ich weiß es gar nicht mehr alles, aber das hat auf jeden Fall ein paar Mal eine Rolle gespielt. Und die haben sich aber dann kurzfristig nochmal richtig ins Zeug gelegt. Ja. Eine Band ist dadurch auch entstanden, die haben tatsächlich mal eine komplette CD aufgenommen, ja, noch vor uns. Und es war auch ganz ordentlich, ja, es war nicht wirklich schlecht. Aber danach ist es halt wieder zusammengebrochen, ja, weil da halt eben diese Antriebsfeder wirklich das war, der alten Kapelle zu beweisen, dass das ein Fehler war oder wie auch immer, ja, dass man eben auch ohne Wolfgang, weil ich habe da eine große Rolle gespielt immer, ich war immer so ein bisschen so die treibende Kraft in diesen Musikgeschichten, dass man auch ohne den was zustande bekommt, ja. Aber das ist natürlich eine sehr dünne Motivationsdecke, sage ich jetzt mal. Ja. Also das wird nicht lange anhalten, ja, im Normalfall, wenn man etwas macht, um jemand anderem etwas zu beweisen, ja, obwohl man eigentlich gar nicht so viel Lust drauf hat, das wirklich intensiv zu betreiben. Ja, aber nochmal zurück zu meinen Eltern. Ich habe dann das komplette Gegenteil kennenlernen dürfen, und zwar als ich so ein bisschen mich als Manager versucht habe und eine Plattenfirma hatte, da habe ich eine Münchner Band kennengelernt, oder besser gesagt, ja, im Münchner Raum eine Band, deren Eltern waren überall immer dabei. Im Prinzip waren die Manager der Band. Ja? Die haben alles organisiert und haben auch immer gefilmt und waren an vorderster Front wirklich wirkende Kräfte, ja, für die Band. Also es geht auch komplett anders, ja. Und es wird mir jetzt erst bewusst, wie krass anders das war, ja. Also die waren echte Fans, ja, von ihren Jungs, ja. Das war der Gitarrist, Sänger und Schlagzeuger, die da die Kinder waren und dann ihre besten Freunde aus dem Ort auch, der Bassist und der andere Gitarrist. Also richtig gute Musiker waren das auch. Aber die haben halt einen ganz anderen Support erfahren von ihren Eltern. Besser gesagt von diesen zwei Eltern. Also jetzt war es auch nicht so, dass von dem anderen Gitarristen oder von dem Bassisten, dass da die Eltern die ganze Zeit dabei waren. Ja? Das nicht. Aber zumindest haben sie wirklich, also die haben den Proberaum dann im Haus der Eltern gehabt und hey, das ist laut, ja. Und ja, die haben alles Mögliche gemacht. Ja? Mit dem Vater zusammen habe ich zum Beispiel mal einen Bandbus gekauft, den wir uns so geteilt haben. Und die haben damit Konzerte gespielt und wir auch. Und das war eine feine Sache. Aber meine Eltern hätten das niemals gemacht. Never ever, ja. Hätten die mich so unterstützt, auch so finanziell, ja. Also völlig selbstlos, ja. Und so waren die halt, ja. Die sind auch mit nach Südkorea geflogen, haben auch diese ganzen Sachen organisiert, ja. Und ja, eine ganz andere Abteilung, ja, an Eltern. Aber wie gesagt, ich bin meinen Eltern überhaupt nicht böse. Die waren halt auch einfach ein bisschen älter und haben halt diesen Zweiten Weltkrieg mitbekommen, während die Eltern dieser wirklich sehr jungen Band damals, ich war so ja, Anfang, Mitte 30 und da war der Bassist, der war noch keine 15, nee, der war gerade 15, ja, 15 Jahre alt war der.
und hat abgerockt auf der Bühne. Unfassbar. Also ich habe das auch mega gefeiert. Richtig tolle Band da. Wir haben uns auch eine Zeit lang wirklich sehr gut mit den Eltern verstanden. Wir haben sogar ein Silvester mal miteinander verbracht. Aber als das so angefangen hat, zwischen mir und meiner Frau zu knirschen und vor allem als die Band dann ja letztendlich immer älter wurde und dieser Durchbruch nicht kam und dann auch das Interesse so ein bisschen verloren hat, also die Band selbst an der Musik, ja, in gewisser Weise, dann ist es so eingeschlafen. Ja. Dann hat sich das so ein bisschen aufgelöst. Ja. Und ich glaube, das, was ich jetzt mache und an was ich jetzt glaube, ich glaube, die würden total durchdrehen, weil sie ist sogar in der lokalen Politik gewesen und er hat bei Bayer gearbeitet. Da wisst ihr Bescheid, ja. Ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, ja, es gibt natürlich einige Dinge, was ist ganz ehrlich, das sage ich ja auch, ich kann manche Sachen an der Gitarre wirklich herausragend gut, ja. Vielleicht jetzt auch nicht mehr ganz auf dem Niveau, auf dem ich schon mal konnte. Ich habe auch mal meine Technik umgestellt und dann würde es noch einiger Arbeit bedürfen, dass das wieder, ja, auf einem anderen Niveau ist, aber völlig in Ordnung, wirklich gut, ja. Nur gibt es ganz viele Dinge, wo andere voraussetzen würden, dass das ein so guter Gitarrist kann, die ich überhaupt nicht kann. Ja? Also Wandergitarre, mich ans Lagerfeuer zu setzen und die Leute zu unterhalten. 0,0 Leute. Ja? Gar nicht. Also, ja, also unsere Sängerin im Musikprojekt, ja, die kann besser Gitarre spielen als ich. Ja? Und die kann aber auch Klavier spielen. Also das ist ein kleines Musikgenie. Ja? Also unfassbar. Ja? Ben und ich staunen da wirklich auch Bauklötze, ob dieses Talents. Ja? Unfassbar. Und ja, ist mir bewusst. Ja? Nur, das ist wieder der springende Punkt, es sollte nichts mit einem machen. Bloß weil man sieht, dass andere etwas besser können, sollte man nicht hergehen und sagen, aber ich, ja, ich der Versager, ja, ich kann das nicht, ja, ganz schrecklich und darunter leiden, ja, und sich damit fertig machen. Sondern man sollte lieben lernen, was man selbst hat und mitbringt. Und das sind oft unfassbar viele wunderbare Dinge. Und es geht aber nicht nur darum, das ist auch ein bisschen tricky, muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht auf diese Talente, ja, im Physischen reduziert. Ja, das wäre dann falsch, dann geht es ja immer nur ums Tun. Ja. Eine Stufe tiefer und da ist auch wirklich die wahre Selbstliebe daheim. Dass man einfach erkennt, dass man Quellenergie ist. Dass man tatsächlich einfach unendlich weise ist, unendlich genial und das auf jedem Feld, in jedem Bereich. Man hat nur jetzt gewählt, das nicht in jedem Bereich, in jeder Qualität zu leben. Das ist der einzige Unterschied. Das Potenzial, und der Gedanke ist doch schon mal schön, ja? Das Potenzial hat man. Ja? Also das heißt, ich bin auch der beste Schwimmer der Welt, ja? Weil ich das auch bin. Das ist nur ein anderer Ausdruck von dem, was ich bin, nämlich der Quelle. Also bin ich der oder die, ja, völlig egal, auch. Ja. Egal, was ihr im Außen seht, ihr seid auch das, wenn es euch gefällt. Ja. Ihr könnt bei anderen Sachen sagen, das bin ich nicht. Das Problem ist, das seid ihr auch. Da sind wir dann schon wieder bei dem spirituellen Kniff der heutigen Zeit, was wir eben lernen und akzeptieren müssen, dass wir auch die schlimmen Dinge manifestieren und in uns tragen und haben. Auch wenn es nur, ja, vielleicht ein Hauch ist, der für uns eine Rolle spielt, aber weil wir Quelle sind, sind wir alles, dann sind wir das auch. Ja. Auch wenn das natürlich bei den verschiedenen Wesen durch die Trennung von der Quelle geschieht, weil sie nicht wissen, wer oder was sie sind, ja. Das ist ja das Dilemma überhaupt. Und dadurch haben wir, durch dieses Wissen, haben wir uns ja auch überhaupt erst in diese Richtung verändern können. Und sind auf einem wunderbar spirituellen Weg der Bewusstseinserweiterung und sind vielen momentan diese Schritte voraus. Ja? Und es ist auch wichtig, dass jemand diese Schritte vorangeht, damit andere im kollektiven Feld, wo sie schon angebunden sind, auch wenn das komplett unbewusst ist, verstehen, wer oder was sie sind. Das Angebot gibt es ständig im kollektiven Feld.
Ja, also wenn man dann auf diesen Punkt kommt, ja, den letztendlich wichtigen, dann weiß man, ja, man muss sich auch nicht auf Talente reduzieren oder auf irgendwelche Fähigkeiten, weil man alles ist, alles kann. Ja. Es gibt nichts anderes als göttliches Bewusstsein. Und wenn es einmal so vorkommt, dass das kann ja nicht göttliches Bewusstsein sein, was ich da sehe, dann ist es göttliches Bewusstsein in der Trennung. Ja? Sich nicht selbst erkennend. Das ist der einzige Unterschied. Und dann wird man auch schon wieder sehr viel wohlwollender mit einigen äußeren Erscheinungen. Ja? Und wenn man da noch draufpackt, dass in Wirklichkeit niemandem in diesem Spiel, ja, das so real wirkt, ein Leid widerfährt, dann ist man eigentlich auch wieder cool damit. Ja? Ohne aber, und das ist auch wichtig, davon abzulassen, sich eine andere Welt zu wünschen und sie für sich auch zu erschaffen. Das ist wichtig, ja? Weil es geht nicht darum, Ignoranz zu lernen. Und genau das meine ich auch mit dem inneren Kritiker, warum es wichtig ist, sich überhaupt mal mit diesen Gedanken zu beschäftigen, die da einem im Kopf kreisen, wenn man über sich selbst, ja, sich Gedanken macht und vielleicht nicht nur nett über sich denkt. Wenn man das einfach mal zulässt und sehr bewusst erfährt, dann versteht man auf einmal auch etwas. Und durch dieses Verständnis für sich selbst kann man diese Dinge dann loslassen, nach und nach. Ja. Das sind ja alles Prozesse, die wir da vor uns haben und in denen wir auch mittendrin stecken schon. Ja, ja, genau, also dann habe ich noch eine Kleinigkeit euch zu sagen. Ich bin zurzeit hier immer relativ spät unterwegs und das kennt ihr ja nicht, weil ich weiß, manche haben das auch als Betthupferl genutzt. Das kann ich momentan nicht liefern, also ich mache es schon täglich, aber weil ich momentan einfach wieder so unfassbar müde bin und ganz viel schlafe. Ja. Das hatte sicher auch mit diesem Vollmond, mit der Vollmondfinsternis zu tun und rundherum, ja, ist alles ein bisschen anders, aber es gibt auch gerade, glaube ich, wieder sehr wichtige Energien und es ist sehr spannend, was da gerade so auf uns einprasselt und auf uns einwirkt. Und ja, ich gehe ja den Weg der Müdigkeit und wenn es viele Downloads und Upgrades und neue Informationen gibt und auf der Astralebene ganz viel geschieht, dann bin ich halt wenig hier. Ja. Und wenn ich dann merke, ich werde schon müde, wenn ich so ein bisschen arbeite und um 6 Uhr dann auch noch ein Gespräch ausgemacht war, ja, dann habe ich es einfach nicht mehr geschafft, rechtzeitig den Podcast zu machen. Und ich möchte den auch machen, wenn ich richtig Lust drauf habe. Ja? Und nicht zu einer fixen, festen Zeit. Also täglich habe ich da auf jeden Fall Lust drauf. Aber da gibt es halt gute und schlechte Zeiten. GZSZ sozusagen, ja, für diesen Podcast. Und deswegen, ja, weiche ich dann manchmal in die späten Abendstunden oder sogar Nachtstunden aus, weil ich da einfach fitter bin. Ja. Jetzt bin ich gerade so einigermaßen wieder ausgeschlafen. Na gut, ihr Lieben, ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ihr versteht aber auch, ja, das möchte ich auch nochmal kurz sagen, dass ich diese Themen nicht vollständig behandle in diesem Podcast. Ja. Ich reiße immer nur so ein bisschen was an. Man könnte über Selbstliebe und über Themen, die in der Kindheit entstanden sind, viel länger reden. Ja. Ich gebe einfach nur einen kurzen Impuls mit ein bisschen Philosophie, ja, etwas, was auch ganz spontan manchmal entsteht, Erkenntnisse, die ich gerade jetzt habe oder besser gesagt, die mir geschenkt werden, weil die geistige Welt hier deutlich mit mir zusammenarbeitet und habe überhaupt nicht den Anspruch, dass ein Thema, das ich gerade bespreche, komplett beleuchtet und durchleuchtet wurde. Ja? Ihr seid aufgerufen, euch weiterführende Gedanken zu machen, es aufzunehmen und als Impulse für euer Leben und euer Wirken zu nehmen. Genau, ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus, wuhu! Yippie!